Aloha und weiter im Text mit Bioshock 2. Eigentlich wollte ich Schluss machen, ne? Aber ich hab. Ja, die Big Sister ist da anderer Meinung. Gut, da hatten wir Antipanzerung. Panzerbrechend, genau, weil die ist ja gepanzert, so. Und ich habe zwei Bots. Wo ist sie? Da ist sie. Ah, wie schön. Komm mal her hier. Komm mal her hier. Oh, mein armer Bot. Mann, setz dich mal wieder ein. Wow. Klar, mache ich. Au. Wow, der Kampf ging 1,5 Minuten. Wenn überhaupt, weil... Boah, war das krass. Oh Gott. Das war heftig, Leute. Das war heftig. Das war mir zu heftig. Mein armer Bot. Na gut. So, ich glaube, ich gehe noch mal zurück und hole mir ein paar Slots. Und ein paar Belohnungen. Denn Eve habe ich ja jetzt ges Adam habe ich ja jetzt gesammelt. Aber ich gehe noch mal ganz fix hier die Treppe hoch, weil hier lag ja noch ein Bot. Und vielleicht kann ich den ja jetzt reaktivieren. Nein, der ist weg. Okay. Dann schaue ich mal schnell, ob ich einen Gatherer's Garden finde. Hallo. Ich will nur ganz schnell vorbei. Ich will gar nichts von dir. Oh, da ist noch Geld. Wo bist du denn? Ach, da. Ja, laber nicht. Ah. Dankeschön. Ja, das bist du. Und sehr dumm. Ich dachte gerade, die rennt jetzt in ihr selbstgelegtes Feuer. Das wäre ja sowas von dumm gewesen. Aber wenigstens sammeln wir in der Zeit ein bisschen Geld. Ich will nur den Gathers. Oh. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh. Gegen was war der anfällig? Ja, heil dich. Sieh einmal an, Junge. Du bist ja ein richtiger Profifilmer. Und mir scheint, du hast dir von dem Riesenbaby einen neuen Trick abgeguckt. Geh jetzt wieder zum Sinclair Deluxe und bahn dir einen Weg durch den Schutt. Ja, das war bestimmt genau so gedacht. Drücke Kreis, während du... okay, Bohrersprung. Ich werde mir das da hinten trotzdem nochmal ansehen. Weil da mit Sicherheit einiges an Zeug liegt. So, ich möchte jetzt erstmal... So, ein bisschen davon, ein bisschen davon. Das habe ich noch... Moment. Oh, da kämpft gerade ein Bot für mich. So, aber eigentlich wollte ich ja... Hier wollte ich gar nicht ran. Wo war denn der? Hier war doch irgendwo ein Gatherer's Garden, nicht wahr? Oder bin ich jetzt gerade ganz doof? Das hier ist jetzt meiner. Oh, oh.
Ja, ich gehe jetzt trotzdem nochmal zurück. Ah, der Gatherer's Garden war, glaube ich, weiter hinten. Nee, das wollte ich nicht. Das war schon okay. So, ich will mich hier einmal umschauen. Mein Bot kommt mit? Mein Bot kommt mit. Sehr schön. Aber wenigstens habe ich hier jetzt erstmal alle Little Sisters gerettet. Denn das war mir ja sowieso ein Anliegen, da ich gut spiele und ein guter Big Daddy bin. Muss ich ja meine... Zu Grace war Ryans Paradies äußerst unfreundlich. Sie sprach sich in ihren Songs gegen ihn aus und er setzte sie auf die schwarze Liste. Es hat sie ruiniert. Aber in der Familie hat sie Hoffnung gefunden, einen Grund, neuen Atem zu schöpfen. Frage dich, Delta, hast du es verdient, ihr das zu nehmen? Och, weißt du... Da ist einer von diesen Gegnern. Ja, ja. Wirf die Kamera an, filme ihn und dann deck ihn ordentlich ein. Das ist jetzt natürlich blöd, weil ich das schon getan habe. Upsala. Na, lass meinen Bot in Ruhe. So. Aber nur der Vollständigkeit halber und so. Und mein Bot ist jetzt bestimmt tot. Aber hier ist bestimmt auch irgendwo... Au! Hey! Das lasse ich nicht zu, dass du mich umbringst. Ja, meinen Bot hat er, glaube ich, erledigt mit seinen tollen Steinen, die er da schmeißt. Oh, oh. Oh, verdammt. Aber hey, das bedeutet, ich krieg neue Bots. Der Blechdaddy ist kein Mensch. Er ist halb Hund und halb Teufel. Geschaffen von Andrew Ryan, um unsere Kinder in wandelnde Leichen zu verwandeln. Mhm. Ja doch, Sophia Lamb, sprich weiter. Ich interessiere mich total für das, was du da erzählst. So, jetzt bitte nochmal, aber ohne... Ah, hier liegt sie noch. Sister. So. Gut, dann nochmal. Wunderbar, zwei Geschenke, zweimal Bora-Treibstoff, den ich nicht gebrauchen kann. Toll. Aber Fallenmieten kaufen wir mal, weil die brauchen wir definitiv öfter. Mal. Genbank brauche ich jetzt nicht. Ich bräuchte einen Gatherer's Garden. Oh, da ist eine Kamera. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte den Heckpfeil und kein Auto-Heckpfeil, sondern... So. Oh, Mist. Oh, jetzt hat er was auf den Kopf gekriegt. Ups. Meine. Super. So, dann hacken wir den mal. Also dieses System hier ist um einiges besser, muss ich schon sagen. Weil ich das sage. So. Nee, weil dieses Live-Hacken schon so eine Herausforderung darstellt. Ich würde gerne den... Danke. Aber auch... seine Vorteile mit sich bringt, da das, wenn es schwerer wird, eben immer noch machbar ist und man keine Panik kriegt, so wie beim ersten Teil. Oh. Hier, Vater. Du entwickelst dich schnell, aber dein Herz wird schwächer. Ich kann dich am Leben erhalten, aber dazu musst du mich finden. Der Gatherer's Garden ist kaputt. Na, ganz toll. Du hast keine Plasmid-Slots mehr frei. Ersetzen, okay. Verwirre deine Gegner gegenseitig zu... Nee, brauche ich jetzt erstmal nicht. Habe ich im letzten Teil, glaube ich, auch nicht benutzt. Oh, da.
Aber ihr lasst den Big Daddy in Ruhe, ja? Bitte? Bitte, bitte? Wäre cool. Und der lässt mich hoffentlich auch in Ruhe. Denn im Moment habe ich ihm noch nichts getan. Ich werde ihm auch nichts tun. Solange er keine Little Sister mit sich führt. Und die wird er wahrscheinlich nicht mit sich führen. Toll, haben die den kaputt gemacht. Oh. Kennen wir die nicht? Ach, komm schon. Ich habe dich in die ganz andere Richtung gestoßen. La 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 la, ich weiß nicht, ob ich da Probleme kriege, wenn dieses Lied so laut spielt. Oh, wie schön, ein ganz tolles Geschenk. Hm? Ah. Ah, kann ich toll spielen. Wir werden wiedergeboren. Wow! Gut, dass ich nochmal hin bin. Hitze-Upgrade. Definitiv. Meins. Okay. Lagerkiste. Volles Upgrade. Das ist schön. Was? Achso. Klamotten. Und Munition. Überall Munition. Und ein Tagebuch. Das war's. Wir müssen das Limbo schließen. In dem Nobelschuppen in Uptown geht eine Bombe hoch. Und schon kriegen alle die Panik und heben ihr Geld von der Bank ab. Eine ganze Stadt zerrt an derselben Dollarnote. Die Banken gehen pleite. Und vielleicht einer von 10 hat sein Geld noch gekriegt. Wer hört mir noch zu, wenn ich rumposaune, wie blank alle sind? Stanley ist mir keine Hilfe. Wie soll ich für die kleine Eleanor sorgen? Ja, das ist natürlich doof. So, mehr gibt's hier nicht? Nö, anscheinend nicht. Okay. Gut, dann schauen wir mal weiter. Telefone, die ich nicht benutzen kann. Schade. Mehr gibt's hier nicht? Hm. Ja, nö. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Weil ich jetzt in bisher unerforschte Gebiete vordringe. Oh, Big Daddy, okay. Ah, Ah, okay, hier waren wir schon. Okay. Ja, hier waren wir schon. Hat hier nicht gerade was geglitzert? Nee, ne? Ah, okay, hier sind wir wieder. Gut. Joa. Oh, da war eine Katze noch, okay. Arme Katze. So, ich schätze, ich habe gerade so viel Spaß. Ich werde noch eine Folge aufnehmen, auch wenn ich gar keine Zeit mehr habe. Oh, da war noch Geld, gut. Gut, dass ich nochmal hergekommen bin. Aber 30 Sekunden haben wir noch. Jo, dann fangen wir schon mal an, zurückzulaufen. Was denn? Ich war's nicht. Oh Mann. Wow. Immer passiert sowas, wenn ich nicht dabei bin. Sehr ärgerlich. Aber ich kann aufsammeln, was zurückbleibt. Was nichts ist? Fragezeichen? Nee, hier liegt er. Sehr schön. Gut, dann würde ich erstmal sagen,
Wir sehen uns im nächsten Part von Bioshock 2 wieder. Au revoir.